Wir machen es mal wieder wie früher. Yo, Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, heute geht es um das Thema. Ich wurde sehr oft darauf angesprochen, dass ich endlich mein Video über die losen Zahnspangen machen soll, die ich ja jetzt bekommen habe. Wie einige von euch wissen, habe ich am Anfang des Jahres, ich glaube es war im April 2020, meine obere feste Zahnspange rausbekommen und somit keine feste Zahnspange mehr in meinem Mund gehabt. Und ab dem Zeitpunkt musste ich eine untere und obere lockere Zahnspange tragen. Allerdings nicht oben und unten die gleiche. Ich habe nämlich oben eine wirklich feste Zahnspange bekommen, hier zu sehen. Und unten habe ich nur eine Schiene bekommen, denn unten die Zähne, die verschieben sich nicht so einfach. Deswegen reicht auch eine Schiene aus. Aber da der Kiefer oben mit einer GNEGOP breiter gemacht wurde, musste man eben hier eine richtige Zahnspange einsetzen, die auch über ein ganz besonderes Feature verfügt. Und zwar kann man mit diesem Schlüssel hier diese Zahnspange, und zwar, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, erklären. Hier ist ein Loch und jedes Mal, wenn ich den Schlüssel hier reinstecke und nach oben drehe, wird der Kiefer, Moment, jetzt wieder mich fokussieren bitte, wird der Kiefer ein bisschen breiter. Allerdings hat das ein Problem. Es ist nicht alles perfekt, muss ich euch ehrlich sagen. Ich probiere damit privat einfach gar nicht mehr mich damit zu beschäftigen, wenn ich ehrlich bin, weil ich irgendwie langsam darüber hinwegkommen möchte, über die ganze Kiefersache. Aber jedes Mal, wenn ich die Zahnspange reinmache und wenn ich sie ein bisschen größer gestellt habe als auf Standard, passiert Folgendes. Mein Kiefer oben verbreitert sich, der Biss wird irgendwie komisch, also ich habe das Gefühl, dass der Unter- und Oberkiefer nicht genau aufeinander passen, und jedes Mal, wenn ich die Zahnspange reinmache, am nächsten Morgen habe ich hier vorne meistens immer eine kleine Lücke. Über den Tag wird dann der Oberkiefer wieder gefühlt ein bisschen schmaler durch das Kauen, Reden etc. Und dann ist die Lücke vorne wieder zu. Und dann mache ich sie abends wieder rein, der Oberkiefer wird wieder breiter und morgens habe ich wieder eine Lücke drin. Also ganz sicher, ob das so richtig funktioniert, bin ich mir da ehrlich gesagt nicht. Meine Kieferorthopädin, immer wenn ich darauf anspreche, muss ich auch ehrlich sagen, bekomme ich keine richtige Auskunft. Das Einzige, was ich bekomme, das ist so, ja, das ist alles normal, passt schon so. Deswegen gehe ich davon aus, dass alles normal ist. Also nochmal für euch erklärt. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das beides aussieht, wenn ich es drin habe. Also die untere ist, kennt ihr vielleicht von Werbung auf Instagram, Dr. Smile und so. Wenn ihr die reinmacht, die Schiene, sieht man die eigentlich gar nicht. Die könnte ich auch tagsüber tragen, aber ist nicht nötig. Reicht auch nachts aus. Und oben sieht das Ganze so aus. Ihr seht schon, ich kann damit gar nicht sprechen. Deswegen habe ich auch in meinen ganzen Vlogs nie die Zahnspange drin, weil erstens das kein Anblick ist, den ich dann zeigen möchte, und zweitens ich mich einfach nicht richtig ausdrücken kann. An dieser Stelle alle, die nur das Kieferthema interessiert und trotzdem meine Vlogs geguckt haben oder gucken, vielen Dank. Ich weiß, das sind zwei extrem verschiedene Themengebiete, die ich da irgendwie behandle. Die ganz auch andere Zielgruppen irgendwie. Deswegen ein großes Dankeschön an euch, wenn ihr auch meine Vlogs geschaut habt, die ich privat hier auf YouTube gemacht habe. So, wie lange ich die Zahnspange tragen muss, habe ich auch keine Auskunft bekommen. Wie oft ich stellen soll, habe ich auch keine Auskunft bekommen. Also wir sind da echt zurzeit ein bisschen lost. Da auch momentan Lockdown ist, haben auch die KFOs alle nur begrenzt Zugang. Und ich habe da jetzt keinen besonderen Grund, warum ich irgendwie zum KFO gehen dürfte. Deswegen bin ich an dem Punkt einfach gerade, wo ich es akzeptieren muss, wie es ist, weil ich nichts ändern kann. Ja, wie ihr sehen könnt, ich zeige euch mal ganz kurz, wie der Kiefer jetzt nach ungefähr einem halben Jahr, nachdem die Zahnspange raus ist, wie das Ganze aussieht, ob sich das ein bisschen verändert hat, das könnt ihr ja selber beurteilen. Also, ihr seht, also ich persönlich habe das Gefühl, dass der Oberkiefer immer noch ein bisschen zu schmal ist für den Unterkiefer, und hoffe, ich weiß nicht genau, ob da irgendwann in Zukunft, vielleicht in ein paar Jahren, nochmal irgendwas ansteht. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und ich habe auch eine gewisse Asynchron zwischen der Mitte des Gesichtes und der Mitte der Zähne. Das, ihr seht es schon, der linke Zahn hier ist eigentlich die Mitte. Aber eigentlich müsste die Lücke in der Mitte sein. Also auch nicht ganz synchron geworden, aber zurzeit, wie gesagt, muss ich mich damit abfinden und kann auch nicht nach dem 100% perfekten streben, denn niemand ist 100% perfekt. Das ist auch der größte Tipp, den ich an jeden rausgeben kann. Ich weiß, alle möchten, dass ihr Ergebnis am Ende perfekt ist und kein Fehler herrscht, aber meine Zähne sehen gut aus. Ihr seht es ja, es sieht alles gut aus, aber es ist nicht perfekt.
Und auch wenn du nie eine Kiefer-OP hattest, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die wirklich, es gibt, glaube ich, gar kein perfektes Gebiss. Diese Einstellung, dass alles perfekt sein muss, könnt ihr, wenn ihr wollt, langsam mal loslassen und probieren, andere Dinge zu fokussieren in eurem Leben. Ich weiß, das Thema hier ist ziemlich intensiv gewesen und auch für viele da draußen sehr intensiv immer noch. Nichtsdestotrotz, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier, das kleine Update zu meinen Kiefer-Zahnspangen-Problemen geholfen oder unterhalten zumindest. Lasst ein Like, der Samuel Lift ist out of lifting. Ich nehme mal ganz kurz aus Respekt die Cap runter, weil es ist ja unhöflich, eine Cap zu tragen. Bis zum nächsten Video. Samuel Lift ist out of lifting. Ciao, ciao.